Also gut, wir werden uns jetzt mit dem Thema Blut beschäftigen. Und zwar werden wir das wieder auf zwei Arten machen. Wie immer werden wir zuerst die Anatomie betrachten. Das bedeutet, wir werden die Form des Blutes anschauen. Wie sieht das Blut aus? Wie ist das Blut aufgebaut? In einem zweiten Schritt kommt dann die Funktion des Blutes. Wir werden uns fragen, was macht das Blut in unserem Körper? Für was brauchen wir das Blut? Und diese beiden Dinge werden wir dann in Zusammenhang bringen. Das bedeutet, wir werden zu bestimmten Strukturen des Blutes, zu bestimmten Zellen eine bestimmte Funktion zuordnen. Und zu Beginn möchte ich anfangen mit der Besprechung, wie das Blut eigentlich aufgebaut ist. Welche Bestandteile hat es im Blut? Und dazu gibt es ein kurzes Gedankenexperiment. Wir werden hier mal einen Becher bereitstellen und dieser Becher, den wollen wir jetzt mit Blut füllen. Was brauchen wir alles? Welche Zutaten brauchen wir, damit wir Blut herstellen können? Und zu Beginn möchte ich noch sagen, das Blut ist nicht einfach Blut, sondern es ist eben aus ganz verschiedenen Teilchen zusammengebaut. Also es hat viele verschiedene Sachen im Blut. Es ist nicht einfach Blut. Und diese Zutaten werden wir jetzt besprechen. Blut ist flüssig. Das wissen Sie. Und Blut hat demnach auch Wasser. Das bedeutet, wir haben gewissermaßen ein paar Liter Wasser in unserem Blut, macht einen sehr großen Bestandteil unseres Blutes aus. Wir haben circa insgesamt 3 Liter Wasser im Blut. Also, wenn wir anfangen, unser Rezept, also unsere Kochkünste anzuwenden, haben wir mal 3 Liter Wasser und diese 3 Liter Wasser, die füllen wir jetzt hier in diesen Behälter hinein. Wir haben jetzt einen gewissen Spiegel an Wasser. Das ist jetzt noch nicht ganz Blut, das ist jetzt einfach Wasser. Was braucht es dazu noch? Wenn wir die nächsten Zutaten mal anschauen, dann brauchen wir eine Leber. Also wenn Sie Blut herstellen müssen, gehen Sie ins Migros und kaufen 3 Liter Wasser oder aus dem Leitungswasser nehmen Sie 3 Liter, füllen das in einen Behälter hinein. Jetzt haben Sie 3 Liter in einem Behälter. Jetzt kaufen Sie sich eine funktionsfähige Leber. Leber. Also das wäre eines der größten Organe, welche wir haben in unserem Körper. Das hat so eine Dreiecksform. Und diese Leber hat jetzt, wie jedes Organ, Zellen. Und jede dieser Zellen, ich zeichne jetzt hier eine große Zelle, in dieser Zelle hat es einen Zellkern. Und in diesem Zellkern hat es wiederum eine DNA. Hier hat es eine DNA drin. Und vielleicht mögen Sie sich noch erinnern, dass diese DNA schlussendlich für Proteine kodiert. Proteine. Wir lassen jetzt diese Leber ein paar Proteine herstellen, und zwar ganz bestimmte Proteine. Das wären zum Beispiel Albumin. Albumin und weitere Proteine, welche wir als Gerinnungsfaktoren bezeichnen. Gerinnungsfaktoren.
Und die Funktion dieser Proteine werden wir dann in den nächsten Videos anschauen. Aber Sie sehen auch schon im Namen, die Gerinnungsfaktoren, die spielen vermutlich eine Rolle bei der Gerinnung. Das Albumin hat dann weitere wichtige Funktionen, die wir dann später noch anschauen werden. Also, schnell, nochmals als Repetition, um Blut herzustellen, haben wir mal Wasser gekauft, 3 Liter Wasser, welches wir hier hineingeschüttet haben. Nachher haben wir eine Leber gekauft, die uns Proteine herstellt, zum Beispiel Albumin und Gerinnungsfaktoren. Diese beiden Proteine werde ich dann später noch näher behandeln. Und diese beiden Proteine, die schütten wir jetzt auch noch hier hinein. Jetzt haben wir hier ein paar Pünktchen, das wären unsere Proteine. Okay? Also, das Blut, wir haben ca. 5 Liter Blut in uns. Und dieser Teil hier, das heißt die Flüssigkeit, das Wasser, plus die Proteine zusammen, ergeben ca. 3 Liter. Also ich habe ja hier schon 3 Liter insgesamt. Aber diese Proteine, die haben so eine kleine Masse, dass sie in dem Sinne nicht viel an unseren 3 Litern ändern. Also wir haben da ca. 3 Liter insgesamt. Das heißt, 3 Liter sind Wasser und Proteine. Circa 3 Liter, also diese beiden Komponenten, die wir jetzt hier hineingetan haben. Also Wasser und Proteine sind jetzt in unserem Behälter. Das sind 3 Liter von 5 Liter. Das sind ja circa 60%. Also 3 von 5 Liter sind 60%. Jetzt möchte ich noch einen anderen Begriff mit Ihnen durchgehen, und zwar diese Seite, also alles, was wir jetzt hier drinnen haben, das Wasser und das Protein, wie wir gesehen haben, das sind insgesamt 60% unseres Blutes, das heißt 3 Liter. Ist ja noch nicht alles, sind erst 60%. Und das Wasser und Protein, diese beiden Komponenten, das nennt man das Plasma. Plasma. Wir haben jetzt Plasma hergestellt. Wasser genommen, 3 Liter Wasser hineingeschüttet, eine Leber gekauft, die uns ein paar Proteine herstellt und diese Proteine auch noch hinzugefügt. Dann haben wir Plasma hergestellt. Okay, soweit so gut. Jetzt fehlen uns ja noch 40%. Also wenn wir da, ich werde das mal da löschen ein bisschen. Es fehlen uns noch 40%, damit wir 5 Liter Wasser haben. Also 60% haben wir noch, jetzt 40%. Was ist das? Und wir müssen uns noch überlegen, ja, dieses Blut, das ist ja vornehmlich klar, also wir haben ja nur Wasser hineingetan, also wird es wohl eher blau sein und nicht rot, und unser Blut ist ja rot. Also braucht es noch gewisse Sachen, die rot sind, damit unser Blut auch wirklich wie Blut aussieht. Und dazu möchte ich noch weitere Begriffe einführen. Diese 40%, das sind Blutzellen. Blutzellen. Also es sind noch lebendige Organismen, also Organismen könnte man sagen, sind hier noch drin. Wasser und Proteine sind ja keine Lebewesen, sondern wir haben im Blut noch Blutzellen. Und was gibt es für Blutzellen? Es gibt rote Blutzellen. Es gibt weiße Blutzellen und es gibt sogenannte Plättchen. Plättchen.
Auf diese werden wir dann noch zu sprechen kommen, was das für Zellen sind. Und hier, also diese restlichen 40%, das sind jetzt also noch so Zellen. Überall so Zellen, rote Zellen, dann weiße Zellen, dann haben wir noch eben diese Plättchen. Voilà, unser Blut ist geformt. Wenn wir jetzt das Ganze schütteln, dann haben wir Blut hergestellt. Okay? Und diese Blutzellen, die werden dann auch noch später darauf zurückkommen, von wo kommen die? Wir müssen die auch noch herstellen. Wir können die ja nicht einfach kaufen. Und dazu kaufen wir uns einen Knochen. Das ist ein Knochen und halbieren den hier in der Mitte. Jetzt haben wir hier einen Röhrenknochen und hier drin haben wir das sogenannte Knochenmark. Und aus dem Knochenmark nehmen wir jetzt unsere Blutzellen heraus, die wir hier hineinmischen können. Und jetzt haben wir Blut hergestellt. So, nochmals als Repetition, es sind insgesamt ca. 5 Liter Blut, das wir haben. 3 Liter davon, also 60%, das ist Plasma. Plasma ist das, was wir am Anfang gemacht haben. Plasma ist Wasser und Protein. Wasser und Protein. Die restlichen 40%, das sind feste Bestandteile. Feste Bestandteile. Also Plasma und feste Bestandteile. Die festen Bestandteile, das sind Blutzellen. Und es gibt drei Arten, die roten Blutzellen, die weißen Blutzellen, die Plättchen. Und die alle kommen aus dem Knochenmark. Was wir kaufen müssen, damit wir Blut herstellen können, ist Wasser, eine Leber und Knochen.